So, meine Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge Shadow of the Colossus. Ihr habt es gerade gehört, es wird Zeit, dem letzten Koloss entgegenzutreten. Und ich bin gespannt, wie lange wir diesmal brauchen in der letzten Shadow of the Colossus Folge. Haben wir locker anderthalb Stunden gesessen, um den zu besiegen. Das hat Ewigkeiten gedauert. Weil wir eben die Schwachstellen nicht rausgefunden haben. Und jetzt müssen wir wieder geradeaus. In die Richtung, in die wir damals als allererstes gegangen sind. Das heißt, der Koloss wird da unten in der Mitte irgendwo hocken. Alter, wie viel wir schon in diesem Spiel erlebt haben. Und wie viel Kolosse wir schon besiegt haben. Insgesamt 15 Stück. Man kann sich die Zahl gar nicht vorstellen, dass es schon so viele sind. Und nun sind wir auf dem Weg zur Nummer 16, zum hoffentlich letzten Koloss, zur hoffentlich letzten Hürde dieses Let's Plays. Danach haben wir endlich mal wieder ein Spiel abgeschlossen. In letzter Zeit haben wir echt sehr viele Projekte parallel laufen, sehr viele Spiele nebenbei laufen. Und nichts wird so richtig fertig, aber langsam nähern wir uns in sehr vielen Spielen dem Ende zu. Bei Zelda sind wir kurz vor Ende, bei dem Spiel sind wir kurz vor Ende. Man doch irgendwo kurz vor Ende. Colat könnte eventuell, na gut, das geht auch noch eine Weile. So, ich hoffe einfach mal, ich muss wieder hier hochklettern. Hier sind wir in der allerersten Folge, Freunde. Ich weiß nicht, vielleicht kann sich der ein oder andere von euch daran erinnern. Sind wir schon hier lang gegangen? Und ich... Ups, kletter hoch. Ich vermute jetzt einfach mal, dass wir wieder hier lang müssen. Um den letzten Koloss zu finden. Wenn nicht, müssen wir halt nochmal runterklettern. Dann müssen wir mal gucken, wo wir lang gehen. Aber eigentlich gibt's in der Richtung nicht wirklich einen anderen Weg. Das muss ich mal ganz kurz gucken. Eigentlich ist doch so... Hä? Hä? Eigentlich ist doch so ducken gewesen. Gerade bekloppt. So ist ducken. Hä? Freunde, wie hat man sich geduckt? Das ist ja genial. Jetzt weiß ich nicht mal, wie man sich duckt. Alles klar, Beini. Sehr schön. Einfach. Einfach vergessen. Oder konnte man sich gar nicht ducken? Doch. Man konnte doch hier durchkriechen. Oder bin ich gerade komplett. Das kann doch nicht sein. So viele Tasten hat so ein Gamepad doch nicht. Alter Schwede! So, war gucken. So ist Schleichen und Klettern, der ganze Kram. So springt man. So schlägt man, so guckt man mit dem Schwert. Oder konnte man wirklich nicht kriechen? Doch, natürlich. Ey, Freunde, das ist jetzt peinlich, ne? Das ist jetzt richtig peinlich. Steuerung. Jetzt müssen wir hier in der wahrscheinlich letzten Folge echt nach der Tastenbelegung gucken. Hier, das gibt's nicht. Sprung, festhalten, Kolossansicht, Waffe wechseln. Es gibt keine Duckentaste. Es gibt keine Duckentaste. Aber irgendwie müssen wir doch hier hochgekommen sein. Oder soll ich hier doch nicht mehr hoch? Ich ahne schon wieder Schlimmes, Freunde. Ich ahne schon wieder eine sehr lange Shadow of the Colossus-Folge. Und ich bin so, ich bin wirklich so gespannt, wie das Spiel endet. Ich bin so gespannt, wie das Spiel enden wird. Ob es hier noch irgendeinen traurigen Twist gibt oder ob wir das junge Mädchen retten können. Und was ja noch am Ende passiert. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Es geht mir gerade ein bisschen auf den Sack, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Warum können wir hier nicht drüber springen? Ah! Hechtsprung. Aha. Entschuldigung, Freunde. Es tut mir leid. Da war ich gerade ein bisschen raus. Ich merke auch, ich spiele in letzter Zeit so viele unterschiedliche Spiele. Gestern zum Beispiel habe ich ein paar Games auf der PS4 getestet. Let It Die
So, das ist so ein Free-to-Play-Game auf der PS4. Ist auch exklusiv für PS4 rausgekommen. Sehr schönes Spiel. Hab mich so voll an die Steuerung gewöhnt, habe ein, zwei Stunden gezockt. Danach dachte ich mir, ah, okay, hast keinen Bock mehr, spielst eine Runde Ratchet & Clank weiter. Direkt, obwohl ich schon sonst wie viele Stunden gespielt habe. Oh, direkt die Steuerung komplett vergessen. Muss ich erstmal wieder mich reindenken. Das ist immer schwierig, wenn man so viele Spiele nebenher zockt. Ich habe immer so viel Bock, irgendwelche Games anzutesten. So, Freunde, hier war der erste Koloss. Ah, von hier sieht man dann direkt den Tempel. Wie geil ist das denn? Und hier kann man die ganze Welt überblicken. Das ist natürlich äußerst cool. Ich bin so blöd. Ich glaube, das ist gerade völlig gurke, was wir gemacht haben. Aber so sehen wir zumindest noch einmal den verstorbenen Koloss. Ich habe mich gerade auf der Karte gesehen. Der wieder hier so komplett schon eingestaubt und eingesteinert ist. Nee. Hier werden wir nicht drüber kommen, denke ich, oder? Ich gucke lieber sicherheitshalber nochmal. Ich denke, hier wird es nicht weitergehen. Oder ist hier eine Höhle? Nee. Gut, war sozusagen... Hier sieht es auch ein bisschen danach aus, könnte man hochklettern. Ist aber, denke ich mal... Obwohl, da hoch eventuell? Es könnte schon sein, dass man hier hochklettern kann, irgendwie. Ach nee. Ah, das kommt mir schon wieder zu... vom Entwickler zu ungewollt vor. Uns könnte mich zum Beispiel an der Kante hier festhalten. Kann ich nicht. Das wird nur Deko sein, das wird nur... Nee, das ist Blödsinn. Wir müssen wahrscheinlich, wenn man mal auf die Karte guckt... Jetzt, wenn ich warte, ich guck mal in die Richtung, in die ich euch gerade zeigen will. Hier ist so ein Durchgang zu dem einen Koloss. Ich denke, da müssen wir wieder durch. Und dann einfach irgendwie weiter runter. Ja. Unser geliebtes Pferd kann hier natürlich nicht hoch. Was schade ist. Freunde, ich bin so ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin so ein bisschen aufgeregt, weil, ja, Shadow of the Colossus war für mich so ein kleines Herzens... Let's Play, so ein kleines Herzensprojekt. Ich bin auch ein bisschen... Ich habe ein bisschen ein trauriges Auge, wenn es zu Ende sein sollte, weil das war ein Let's Play. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Deswegen habe ich es auch nochmal gespielt bis dahin, damit wir auch wieder den Spielstand haben und das Let's Play vollenden können. Aber es geht ja weiter mit solchen Spielen. Wir haben ja Gott sei Dank noch Aiko vor uns. Ich kletter hier einfach mal ganz Martial Arts mäßig runter. Und schwinge mich auf mein holdes Pferd. So, ich denke mal... Mal sehen, wo hier der Durchgang war. Irgendwo hier, genau, da hinten. Und da ist der letzte Kolossus, Freunde. Denke ich mal, es könnte nochmal richtig schwierig werden. Aber ich hoffe, wir brauchen wenigstens nicht ganz so lange wie in der letzten Folge. Weil in der letzten Folge, muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich zum Ende hin doch leicht genervt vom Koloss. Oh, hier war mal lange nicht mehr, ey. So, und jetzt müssen wir, denke ich mal, anstatt links abzubiegen, einfach rechts abbiegen. Freunde, ja, hier könnte man auf jeden Fall... Das könnte der richtige Weg sein. Und hier auf dem Plateau, hier oben, haben wir auch schon gekämpft. Falls ihr euch noch daran erinnern könnt. So, in die Richtung müssen wir, oder? Ja. Was ist das denn? Ach,
Ach, bloß ein Baum. Okay, der war bloß noch nicht ganz geladen. Das sah gerade echt komisch aus. Okay, Freunde, das sieht... Das sieht schon mal nicht gerade ungefährlich aus hier. Oh ne, müssen wir da rein? Oh je. Okay, da müssen wir wohl rein, so wie es aussieht. Und ist euch mal aufgefallen, dass so in den Zwischenpassagen... Das ist mir jetzt erstmal so richtig bewusst geworden. In den Zwischenpassagen, wenn man von Koloss zu Koloss reitet, hat man nicht wirklich Musik. Das meiste sind Windgeräusche, irgendwelche Tiere. Aber so richtige Musik hat man in den Zwischenbereichen nicht. Finde ich aber schön. Das macht sehr viel Atmosphäre, ist mir bis jetzt... war so angenehm die ganze Zeit, dass es mir nie aufgefallen ist. So, Freunde. Da ist es, das Tor. Das sieht schon so ein bisschen... Das sieht schon so ein bisschen episch aus, muss ich sagen. Geil das aussieht. Wie gut, so ein... Ah, da kommt so ein bisschen, da kommt schon gerade so ein bisschen Finalstimmung auf. Muss ich schon mal sagen. Da kommt bei mir so ein bisschen das Gefühl hoch, okay. Wir bewegen uns hier gerade auf den letzten Metern des Spiels. So. Oh, Freunde, das sieht mir sehr nach der Arena aus. Hier wird, denke ich mal, gleich der Kampf beginnen. Huch, nein, 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 nein. Nicht runterfallen, danke. Alter, was ist das denn? Eine mordsmäßige Schlucht. Das scheint eine Passage zu sein, wo wir leider unser Pferdchen zurücklassen müssen. Ich weiß gerade echt nicht, ob wir den Sprung überhaupt schaffen können. Oh, gerade so. Oh, 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 oh. Oh, shit. Ach du. Ah, scheiße. Das haben wir noch nicht überlebt. Das haben wir natürlich nicht überlebt. Das ist ja ein Rotz. Das kann ja keiner wissen. Das war so einladend. Oh, nee. Scheiße, Freunde. Nein, nein, nein. Jetzt können wir nochmal dahin reiten. Wie kacke ist das denn? Ah, nie. Ist klar, wenn man nicht durch den Koloss stirbt, wir hätten speichern müssen irgendwo. Verdammt. Das tut mir jetzt leid, Freunde. Das ist ein bisschen ungünstig gelaufen. Aber wenn wir schnurstracks hinreiten. So lange durfte es gar nicht dauern. Vielleicht schneide ich das jetzt raus. Schneide ich das jetzt raus? Ach wo? Warum? Ach warum? So kleine nervige Passagen müssen natürlich auch mit durchlebt werden. So. Jetzt hat auch der unter dem letzten Video hat auch jemand vielen Dank dafür nochmal jemand einen Kommentar verfasst. Und gesagt, viel Spaß beim letzten Koloss. Wenn ich das schon lese, weiß ich direkt, ah, okay.
der könnte es eventuell ein bisschen in sich haben. Aber mal sehen. Erstmal müssen wir es überhaupt schaffen, den Koloss zu erreichen. Weil ich werde jetzt sicherheitshalber zu dem Schrein gehen und vorher abspeichern. Weil ich denke, das wird nicht das erste Mal gewesen sein, dass wir sterben. So, wo war das Schrein? Irgendwo hier rechts. Da vorne ist das Tor. Ist aber auch ein langer Ritt, ey. Puh, 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 puh. Ich bin ja ein ziemlicher Fan von den Rocket Beans, ne? Bei mir kam es jetzt schon oft vor, dass ein Let's Play, was ich gemacht habe, dann irgendwie auch auf Rocket Beans gelandet ist. So ein Grund zum Beispiel jetzt letztens erst. Ich spiele jetzt Turok. Es ist ja jetzt auch schon eine Weile draußen, ne? Und jetzt macht Gregor von den Rocket Beans, macht jetzt eine kurze Runde mit Turok 2. Hat mich ein bisschen gewundert, so. Da dachte ich, hä? Wenn das Spiel vor kurzem erst erschienen wäre. Ich glaube, Turok 2 Seeds of Evil, das Remaster, ist auch schon eine Weile draußen. Ach komm schon, die kleine Kante. Gut. Schneller, mein Pferdchen. Ach komm, da bin ich ja zu Fuß schneller. Meine Güte. Du schwächest langsam ganz schön rum. Einmal schnell speichern. Ich kann ja nicht speichern. Oh, nee. Ich dachte, es ist ein Speicherschrein. Ah, doch, ist einer. Gut. Schnell mal gesaved. So. Dann haben wir das Problem nicht mehr, so weit reiten zu müssen. Jetzt hoffe ich, dass man irgendwie... Das ist so uneben hier. Man muss wirklich den kompletten Boden reiten. Ach, komm schon. Aro. Dieses kleine bisschen wirst du wohl irgendwie schaffen. Oh, das zieht sich ganz schön. Am Ende müssen wir wirklich irgendwie über diese Brücke und halt versuchen, die ganze Zeit irgendwie zu springen, um rüberzukommen. Weiter geht's. Das wäre natürlich ein bisschen ungünstig, weil das sah mir irgendwie so aus, als wäre das nicht möglich. Ich meine, die sind ja gesprungen und direkt runtergefallen, also. Oder vielleicht mit dem. Ah, Moment. So, jetzt aber schnell. Was? Ach, Pferd. Ganz ehrlich, was hast du getan? Warum? Spiel vorbei und nochmal hinreiten, Freunde. So sieht doch ein super geiles, sehr unterhaltsames Let's Play aus. Immer schön dieselben Wege, immer schön 100.000 Versuche. Ich habe aber gerade echt nicht verstanden, warum zur Hölle das Pferd einfach stehen geblieben ist.
Aber ich denke mal, so, das wird der richtige Weg sein. Einfach mit dem Pferd drüber reiten. Die Kamera hat sich auch gedreht. Ich muss, ich habe, jetzt weiß ich, was ich für einen Fehler gemacht habe. Die Kamera hat sich ja gedreht und ich habe einfach wieder den Analogstick rumgerissen, um weiter nach vorne zu reiten. Dabei muss ich einfach, egal wie die Kamera steht, nach vorne halten, damit wir auch vorwärts reiten. War gerade ein bisschen, also doch meine Schuld. So, nächster Versuch. Diesmal klappt's. Vielleicht kann ich auch über den Emulator speichern, dann können wir uns den Ritt hier auch sparen, falls es wieder nicht klappt. Das werde ich gleich mal versuchen. Und ich hätte, jeder Emulator hat nochmal so eine Safe-Funktion. So, jetzt bleib mal kurz stehen, mein Guder. Ich probiere mal eben. Speichere Save-State-Slot 0. So. Das sollte funktioniert haben. Und jetzt probieren wir mal noch unser Glück, oder? Reite. Oh, nein. Das passiert nicht. Bitte nicht. Och nö. Komm, das muss nicht sein. Das ist, das... Scheiße. Das ist ein sehr, sehr trauriger Moment gerade. Ich meine, guck mal, wie viel Leid wir schon mit diesem Tier zusammen durchlebt haben. Und jetzt stirbt es durch so eine Dummheit. Ich hoffe es nicht. Ganz ehrlich, ich habe immer noch Hoffnung. Es ist ins Wasser gefallen. Es hat überlebt. Es hat überlebt. So. Wir finden Aro bald wieder. Das ist noch lange kein Todesurteil, 40 Meter in die Tiefe zu stürzen. Er hat überlebt, Freunde. Ist alles gut. Weil das wäre einfach kacke, wenn das Pferd stirbt. Das ist dein einziger in dieser Welt voller, weiß ich nicht, voller nichts. In der nichts existiert außer diese Kolosse und ein Fluch, der auf einer Frau lastet. Ist unser einziger Freund dieses Pferd. Und ich will einfach nicht, und ich will es nicht wahrhaben, dass der Geschichtsverlauf hier so ist, dass dieses Pferd stirbt. Nö. Das akzeptiere ich so nicht. Das wird auch so nicht sein. Wir werden jetzt diesen Koloss besiegen. Einfach so, schnurstracks rein, raus, fertig. Und danach retten wir unser Pferd. Happy End. Prinzessin lebt, wir verlieben uns, machen viele kleine Kinder. So wie sie das für eine anständige Geschichte gehört. Und falls er gestorben ist, unser bester Freund, dann will ich verdammt sein, wenn sein Tod umsonst war. So. Aber nun auf in den Kampf. Bin gespannt, was uns aber... Alter, es regnet. Es fängt an zu regnen. Das ist kein gutes Zeichen. Was ist das denn? Das ist kein Koloss, oder? Das Ding lebt nicht. Alter Schwede!
Also der Kollege, der toppt ja einfach nochmal alles. Alter, was? Der ist definitiv größer. Als alles, was wir bisher gesehen haben. Oh, shit! Alter, wie lange wir bewusstlos sind. Wie soll ich denn an den Kugeln vorbeikommen? Er steht doch ewig nicht auf. Was soll ich denn machen? Guckt euch an. Jetzt stehen wir gerade, jetzt schießt er gleich den nächsten. Boom. Ich kann, Freunde, ganz ehrlich, ich kann nichts tun. Ich kann überhaupt nichts tun. Gerade weil wir so lange brauchen. Ja, toll. Ich kann höchstens versuchen, irgendwie in der Mitte. So, welches ist das nächste Objekt? Vielleicht können wir hier... Ah, okay. Freunde, was ist das denn für ein riesiges Mistding? Das ist ja unmenschlich. Er konnte da reinschießen. Ich hoffe wirklich, wir müssen jetzt nicht wieder... Nee, gut. Stimmt, wenn man beim Koloss stirbt... hat man ja die Chance. Schieß doch. So, er schießt die ganze Zeit. Wie komme ich da vor? Ich sehe meine Chancen echt... Ich sehe nicht viel Chancen. Keine Chance. Er schießt einfach zu schnell. Was ist denn das für ein Scheiß? Mal ernsthaft jetzt. Ach nein. Das ist echt nervtötend. Wenn er gleich mal wieder aufstehen würde, was er aber leider nicht macht. Und jetzt komme ich hier vor. Und der trifft. Wir müssen auf jeden Fall hier runter. Anders habe ich ja gar keine Chance, irgendwie ranzukommen. So, in welcher Richtung steht der Koloss jetzt? In der, ne? Jetzt kann ich hier hochklettern. Mal sehen, was uns das bringt. Aha. Wie schnell er schießt. Okay, ins nächste Loch. Alter, ist das übel. Aber so können wir uns irgendwie Stück für Stück an dieses Ungetüm randrauen, ranwagen, wie auch immer.
Guckt euch dieses... Das ist eine Festung, Alter. Der Typ ist einfach nur eine... Einfach nur eine Festung. Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Nein! Oh Gott sei Dank. Okay. Das ist wirklich... das ist ein harter Endgegner. Mal ohne Witz. Da ist er. Jetzt ist nur noch die Frage, wo wir lang müssen. Oh Gott. Hier lang? Oder doch oben lang? Okay, oben lang, oben lang. Bei den Mauerteilen, da müssen wir irgendwie durch. Alter Schwede. So, bitte einmal schießen. Oh, ist das weit. Warum ist das so weit? Rein! Oh, Alter! Ist das knapp. Ey, das ist so fucking knapp jedes Mal. Ich glaube, er wird langsam sauer. Oh, wir sind drin. Wir sind drin. Krank. Das ist so krank. Oh, jetzt wird sich das alles bewegen, Freunde. Ihn zu erklimmen wird sicherlich die schwerste Aufgabe in diesem Let's Play. Was für ein episches, geiles Finale, oder? Mal ganz ehrlich, ist das nicht total... Ich meine, in wie vielen Videospielen kriegt man sowas geboten? Nicht in vielen. Komm schon irgendwie hoch jetzt. Er schafft's nicht, okay. Komm mal hier hoch. Wir sind schon ziemlich hoch, Freunde. Und er scheint sich nicht zu wehren. Zumindest noch nicht. Das schafft er nicht, okay. Aber das könnte man schaffen. So. Alter, wir sind fast oben.
Was muss ich jetzt tun? Hier ist Fell. Okay, hier ist die erste Schwachstelle. Okay. Oh. Ah. Ich glaube, wir hätten auf die Hand gemusst, oder? Ja. Okay. Wie krank. Es ist so riesig. Ich glaube, wir müssen... Oh, shit. Oh, halt dich fest. Alter, dreh die Hand doch die ganze Zeit. Okay. Halt dich fest. Halt dich fest. Okay, kurz ausruhen. Kurz ausruhen. Festhalten, festhalten. Okay. Wir schaffen das. Ich muss nicht auf die andere Hand springen, oder? Oh Gott, Freunde. Okay, wir sind drauf. Aber wir haben nicht mehr viel Stamina. Unsere Ausdauer. Kurz ausruhen. Nein! Das gibt's nicht. Scheiße. Oh Gott, das hat so lange gedauert. Das ist nervtötend, runterzufallen gerade. Ich denke, das wird locker noch 2-3 Stunden dauern. Weil wir müssen ja ganz hoch wahrscheinlich auf den Kopf oder so. Aber das Ding ist, man muss halt auch wirklich ab und zu mal eine kleine Ruhepause einlegen. Sonst fällt man trotzdem runter, weil man keine Ausdauer mehr hat. Was mache ich denn? Bin ich so dumm, Beini? Bist du so dumm? Einmal hier rüber. So. Ey, wenn das jedes Mal so anstrengend wird. Wollen wir oben speichern, Freunde, das Let's Plays halber? Nur, dass wir diese, ich meine, diese Kletterpartie ist ja nicht besonders schwer. Sie ist einfach nur langwierig. Aber oben speichern. Oh. Das macht auch keinen wirklichen Sinn. Ach Gott. So. Ja, wir müssen jedes Mal von vorne anfangen. Okay. Ich mach mal hier. An dieser Stelle. Ein Speicherpunkt, damit wir einfach diesen nervigen Part des Kletterns überspringen. So. Jetzt hier hoch, schnell hochlaufen. Und drauf. Zustechen.
rüberspringen. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie man... Ich bin mir nicht sicher, ob wir über diese strahlenden, ob wir über diesen Arm drüber laufen dürfen oder können. Ich kann mir vorstellen, dass man da Schaden bekommt. Ich habe mich noch irgendwie gehalten. Man rutscht immer runter, ne? Man kann sich überhaupt nicht... Ne, man kann nicht drüber. Ist das doof. Was mache ich denn jetzt? Was muss ich jetzt tun? Ich werde runterfallen, ganz einfach. Ah! Okay, krass. Keine Ahnung, Freunde. Ich habe keine Ahnung. So, nochmal das Ganze. Wir müssen irgendwie rüberspringen. Ach komm, Mann. Diese Steuerung ist doch so eklig manchmal. So. Kameraführung. Jetzt ist wieder Wind und der klettert nicht und in der Zeit macht er den nächsten Move. Oh nee. Oh Gott. Und in der normalen Version müssten wir jetzt nochmal hochklettern. Aber ganz ehrlich, das spare ich mir in diesem Let's Play. Ehrlich mal, weil sonst erleide ich hier Nerven tot. So. Hoch, 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 hoch. Die Schulter. Wir müssen irgendwie auf die Schulter kommen. Habt ihr das gerade? Habt ihr das gerade gesehen? Was war denn das? So. Er hält sich einfach nicht dort fest, wo er soll. So. Jetzt haben wir wieder das gewünschte Stamina-Problem. Und er nimmt die andere Handseite. Oh Mann. Heb doch mal bitte die scheiß Hand hoch. Versteh's nicht. Ganz ehrlich, da bin ich auch ein bisschen zu dumm gerade, das zu raffen, weil egal wie er sich bewegt mit seiner blöden Hand, es ist immer meilenweit von irgendwas weg. Aber das haben wir mittlerweile ganz, wollte gerade sagen, ganz gut drauf. Wo ist der Sprung hier? Der macht mir noch zu schaffen. So. Da müssen wir hoch, auf das Podest.
kommt man nicht ran. Das kannst du vergessen. Was? Man kommt da einfach nicht ran. Das ist so dumm. Jetzt hält er doch irgendwie. Ah! Er hält seine Hand. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ah, ist das scheiße, scheiße. Sind doch immer überall übelste Kanten. Wir müssen uns mal eben ausruhen. Halten wir uns wieder an der Kante. Wir müssen, denke ich mal, auf jeden Fall irgendwie in seine Hand stechen. Das macht, glaube ich, Sinn. Und jetzt hält er sich die Hand. Wir brauchen natürlich, durch den Wind können wir natürlich wieder nicht hochklettern. Logischerweise. Und genau wo der Wind zu Ende ist. Ich kann nicht hochklettern. Mann. Oh, es weht Wind. Ich kann nicht hochklettern. Ich bin so ein Spasti. Ich hasse es. Ich bin dumm. Könnte ich kotzen, ehrlich. So, danke. Jetzt muss ich mich mal kurz ausruhen. So, und jetzt kann ich mich ausruhen. Vielleicht ist das der Sinn der Geschichte. Aber würde ich hochklettern, können wir auch aus der Position komplett vergessen. Obwohl, ne, wartet mal. Ich glaube, ich hab's. Ist das sehr ernst? Ich hoffe, dass es nicht der Ernst ist. Ne, man kann ja nicht klettern. Ich hätte gedacht, wir können jetzt über die Hand, weil er seine Hand ja da greift, irgendwie. Warte mal, wir speichern mal auf seiner Hand. Weil da haben wir wieder eine neue Ausgangsposition. So, kurz Pause drücken. Machen wir hier mal noch einen Speicherpunkt. Einfach damit das Let's Play nicht unnötig noch in die Länge gezogen wird. Speichere Save State. Slot 1. So kommt man nicht rüber. Und da ist es schon passiert. Da ist man einmal ein bisschen mutiger. Und schon ist es vorbei. So, vielleicht wenn wir unten dranhängen direkt. Ah, okay, ich hab eine kleine Idee. Wir müssen uns in die Handfläche hängen. Zustechen. Halt dir doch die Hand, wie du es die ganze Zeit tust. Handrücken macht das. Freunde, ich bin am Verzweifeln. Sobald ich runterspringe, hält er seine Hand ja nicht mehr. Ich muss mal jetzt in seine Augen schießen. Das ist, weil er hält zu ruhig. Ich schieße mal in seine Augen.
Also mal auf der falschen Hand, okay. Spielstand laden. Zack. So, probieren wir es nochmal in genau. Wie es null funktioniert. Man trifft nicht. Man fällt jedes Mal in diesen blöden... Ich glaube, man kann es nicht treffen. Oh, ist das... Oh, Mann. Oh, Mann. Also entweder stelle ich mich einfach nur zu dumm an, oder es ist wirklich einfach mal ziemlich scheiße schwer. Nee. Gut, das ist blöd. Das ist Blödsinn. Ey, zum Glück haben wir gespeichert. Ich wäre so genervt von dieser Scheiße. Wir können aber auch hier nicht rüberspringen. Es macht gar keinen Sinn. Ich könnte höchstens wirklich über die Hand versuchen zu klettern. Da weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht, ob das Sinn macht. So, kann man jetzt das hier irgendwie... F3. Okay, wir müssen einfach nur F3 drücken. Und probieren. Ja. Muss ich nicht immer mit der Maus hier rumhantieren? Nee, es geht nicht. Nee, das macht keinen Sinn. Okay, das können wir schon mal ausschließen. Das heißt, das ist nur wahrscheinlich da, um mal kurz auszuruhen. Irgendwie müssen wir da rüberspringen. Warten wir mal die nächste Phase ab. Wo können wir jetzt am besten lang? Wir müssen auf jeden Fall irgendwie zum Kopf oder zur Schulter kommen. Ich sehe nur keine Möglichkeit, ist immer zu weit weg. Macht immer dieselbe Kackbewegung. Ah, na gut. Eventuell ist es möglich. Oh, shit. Jetzt habe ich gerade das Spiel resettet. Mal sehen, ob das jetzt... Oh, Gott sei Dank. Dem Emulator sei Dank, Freunde. Ey, das wäre so schlimm gerade gewesen, hätten wir hier nicht gesaved, ne? Das würde das Let's Play sowas von derartig zum Kotzen bringen. Wir müssen auf jeden Fall zum Daumen. Handdrücken, Daumen. Da müssen wir irgendwie drauf, schnell drauflaufen. Und dann irgendwie versuchen abzuspringen, in der Hoffnung, auf diesen kleinen Vorsprung da zu landen. Aber ob das heute noch klappt, ich wage es langsam ein wenig zu bezweifeln. So, nochmal. So, er kommt hoch. Und... Ey... Oh, das war so knapp. Warum hat das nicht geklappt? Was sollte das? Du nervst ganz schön, großer. Du nervst tierisch.
Aber du siehst verdammt geil aus. Das muss ich dir lassen. Du siehst gut aus, aber bist halt echt kleiner Nervbold. Wenn er wenigstens mal kurz warten würde. Mal ernsthaft. Mal ganz ernsthaft. Man stelle sich vor, man spielt die normale Version und kann nicht so speichern und muss jedes Mal neu hochklettern. Man dreht doch völlig am Zeiger. Was ist denn das für eine Scheiße? Moment, ich habe eine Idee. Ich dachte, er hält sich eventuell am Kopf. Aber das macht er ja auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ja! Ich hab's geschafft! Ich kann's nicht fassen! Ich denke, ich muss seine Schwachstelle auf jeden Fall. Auf dich so zu schütteln. Oh Gott, ich kann mich nur ums Festhalten. Ich fall runter. Unglaublich. Du bist unglaublich! Ein unglaublicher Nerv. Ein Nervloss, ein Nervkoloss. Du zerstörst Nerven, die aus Drahtseilen sind. Freunde, da geht die Folge schon wieder eine Stunde. Sehr gut. Gerade weil diese Szene hier auch so arschlange dauert. Jetzt können wir es ja nicht gleich beim ersten Mal probieren. Aber try hard. Und das kommt dabei raus. Jawohl. Ich krieg jetzt einen Anfall. So, wie speichert man denn schnell? F1. Ich habe schon wieder den Emulator beendet. Ich bin so dumm. Hier. PS2 Emulator. Let's play. PS2 Emulator. Jetzt hat er natürlich das Fenster genommen. Oh Gott. So, ich arbeite jetzt nur mit Quick Saves. Ich habe keine Lust mehr. Es reicht mir. Hat funktioniert. Gut. Immer später, damit es nicht so lange dauert. So. Würdest du bitte mir die Ehre erweisen, dein Händchen zu heben? Kann das sein, dass der die Hand doch immer unterschiedlich hochnimmt? Das ist wieder so schräg, dass ich nicht hochlaufen kann. Das ist... Guckt euch diese Scheiße an.
Wie habe ich denn das vorhin geschafft? Das ist so unmöglich. Ist das lustig. Es ist so unglaublicher Müll. Boah, ist das Shit. Du bist so Shit. Ich hasse dich so sehr. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie so ein riesiger Haufen Kacke aus dem Himmel kommt und dem voll auf den Schädel fällt. Ja, es ist nicht möglich. Es gibt nur genau eine Millisekunde, an der man hochspringen kann. Und die muss man halt immer treffen, Bionny. Bist halt zu dumm dazu. Hört ihr ihn immer? Wie? Macht, weil er sich nicht festhalten kann hier. Oh. Ich krieg jetzt einen Anfall. Gleich bin ich kurz davor, richtig auszurasten. Jetzt häng mal am Daumen fest. Er hält sich einfach nicht fest. Ich hab die ganze Zeit gedrückt. Er hält sich nicht fest. Er hält sich nicht fest. Ich könnte das ohne Emulator. Ich glaube, auf der PS2 hätte ich jetzt aufgehört zu spielen, wenn ich jedes Mal hier hochklettern müsste. Jedes Mal. Ich würde da so ausrasten. Das ist schlimmer als Dark Souls, sowas. Einfach, weil es so nervig ist. Weil du so chancenlos bist. Weil dieser Sprung so derartig dumm ist. Hier, es ist... Ey, wie war ich denn das eine Mal so nah dran? Wie geht denn das? Wie geht denn diese Kacke? Entschuldigung, aber ganz ehrlich, das ist gerade sowas von schlimm. Das eine Mal... Ach, ja, 10 Meter weiter gesprungen. Überhaupt kein Problem. Und jetzt hier... nicht mal halb so hoch. Ich springe einfach... Ich nehme die Hand einfach nicht mehr halb so hoch wie sonst. Weil ich ein scheiß Ekelkoloss bin. Der unbedingt nerven muss. Ja. Der nimmt die Hand einfach nicht mehr so nah dran. Das ist so richtig dumm. Das ist absolut dumm. Leck mich mit der Scheiße. Wo hängt er denn jetzt dran? Wie geht das denn? Hä? Geht meine A1-Taste nicht mehr richtig, oder was? Verdammte Scheiße. So schön das Spiel auch ist, aber solche Parts hier, die sind unnötig. Die nerven einen unnötig. Es ist einfach nicht notwendig, so eine Piss-Szene einzufügen. Das ganze Spiel war nie so scheiße wie das gerade. Könntest du bitte dich festhalten? Du verpisstes Drecks. Er springt nicht, er springt nicht. Ich hab keine Lust mehr, Leute. Ich hör da auf, glaube ich. Es reicht langsam. Ganz ehrlich.
Es ist so ein Übel. Ach, auf einmal ist es so leicht, oder was? Auf einmal hält er sich nicht fest, oder was? Schüttel dich ruhig, du Spast. Du Spasti. Oh, jetzt kletter ich auf dich rauf, drück F1. Und hab gespeichert. Du kannst mich am Arsch lecken. Du kriegst mich hier nie wieder runter. Was passiert denn jetzt? Jetzt muss ich irgendwie noch auf den Kopf kommen. Wie das möglich sein soll, keine Ahnung. Bitte, bitte, bitte nicht! Man kommt da irgendwie hoch. Man muss da irgendwie hochspringen können. Das ist so ein Scheiß, Alter. Ja! Oh Gott, ich bin auf dem Kopf. Ich kann es nicht fassen. Mit 5 Quicksaves, die eigentlich gar nicht möglich sind, sind wir auf dem Kopf. Ich kann es kaum glauben. Jetzt geht's dir an die Murmel. Einfach weil du mich so derartig nervst. Ich habe gerade so eine Genugtuung. Bis jetzt haben mir alle Kolosse leid getan. Außer dieser. Der tut mir gar nicht leid. Der tut mir null leid. Der soll. Der will. Ich will richtig, dass er stirbt. Hör auf dich zu wehren. Einfach auf. Dem Scheiß. Wir können gar nichts mehr, ne? Er schüttelt sich so durch, wir können uns überhaupt nicht bewegen. Das ist so geil. Hey, ich konnte kurz klettern. So, noch. Jetzt müsste kurz vor Ende das Sein noch weggehen. Und die andere Schwachstelle müsste irgendwo unten sein, am Rücken wieder. Hör doch mal auf. Du stirbst doch sowieso. Es macht keinen Sinn, sich zu wehren. Ach, du Spast, Koloss, ehrlich. Doch, wie er sich windet, ne? Er rastet völlig aus. Lass mich zustechen. Lass mich zustechen. Ich hab gleich kein Stamina mehr. Immer noch nie tot. Ey. Ich hoffe, mein Stamina reicht, ganz ehrlich. Gut, gut. Ich lade mich auf, du Idiot. Lass mich nie von dir abwerfen. Nie mit dem HP. Nicht mit diesem HP. Ist. Dieses unfaire Stück Kacke! Ja, lass mich runter. Ist mir scheißegal. Gut, ich gehe wieder auf deine Schulter. Ich lade mich auf. Du wirst mich nimmer los. Das kannst du aber voll vergessen. Ich lade mich jetzt komplett auf. Damit du dich 8 Jahre schütteln kannst. Du Kack-Koloss. Na! Man kommt nicht mehr hoch. Er schüttelt sich so gut. Kann man so ein Stück Scheiße sein?
Entschuldige für diese emotionalen Ausbrüche, aber ich kann es nicht mehr sehen. So, das sollte eventuell, ich hoffe doch vielleicht, eventuell sogar reichen. Es ist so schwer, auf diesen scheiß Kopf zu kommen. Jetzt. Was? Hä? Wie? Das ist nicht dein Ernst. Das passiert jetzt gerade nicht. Ey, ich habe richtige Hassgefühle. Ich komm nicht auf den Kackschädel, Alter. Ah. Hör auf, dich zu winden. Du Stück Kacke. Ich bin so erleichtert jetzt. Ey, wir haben es trotz Speichern, war so kacke schwer, ne? Heftig. Echt. Richtig, richtig heftig. Also an alle, die das auf der PS2 gespielt haben und immer wieder von unten angefangen haben, Hut ab. Das hat bestimmt ein bisschen genervt. Himmung!
Kuhkaurde. Ah, okay. Verdammt. Freunde, was für ein Ende. Wir unterhalten uns gleich mal drüber. Was für ein komisches, aber nahezu sehr... dafür sehr... schockierendes und überraschendes Ende. Und ich will mich noch entschuldigen für diese ganzen... Slowdowns. Aber das Spiel läuft jetzt hier am Ende richtig schlimm. Aber da müssen wir jetzt leider nun mal durch. Hier ist es wirklich extrem, weil wahrscheinlich dieser Koloss hier, Dormin, da muss man schon extrem viel darstellen. Und da kackt der Emulator richtig ab. Ich hoffe trotzdem, es ist irgendwie erträglich. Oh je. Ich glaube, für die Szene werden wir ewig brauchen. Das sieht schon geil aus, das Vieh, oder? Obwohl wir hier ein kleines Problemchen haben gerade. Dass das Spiel so derartig langsam läuft, ist natürlich absolute Kacke. Unspielbar. Jetzt ist es wirklich unspielbar. Soll ich mal nach oben gucken? Ist auch nicht besser. Oh Mann, Freunde. Ich glaube, die versiegeln jetzt den Schrein. Und damit haben wir verloren. Naja, man konnte ja nicht selber laufen, weil es läuft so schlecht, dass gar nichts mehr geht. Oder vielleicht ist das auch ein Ende. Man kann es nur hoffen. Man kann in dem Monster uns selbst noch sehen, als Schatten.
Wer hätte mit so einem Ende gerechnet? Also ich auf gar keinen Fall. Oh. Okay, Freunde. Wir können leider gar nichts gerade so richtig dagegen machen. Doch, okay. Was soll ich denn tun? Okay. Ah, diese Slowdowns sind wirklich ein bisschen... Aber wir haben es gleich geschafft, Freunde. Slowdowns sind kacke, absolut. Cutscenes dauern ewig und klingen wie Scheiße. Aber naja. Ich bereue es fast ein bisschen, das so gespielt zu haben. Ich denke, Original PS2 mit 30 Frames durchgehend. Okay. Freunde, damit ist jeglicher Zugang zu dem Schrein versiegelt. Die Brücke war der einzige Weg. Okay. Und was ist mit dem Mädchen? Ist sie jetzt für immer hier gefangen? Okay. Ich habe jetzt kurz gedacht, die wird nicht aufwachen. Aber... Was bringt's jetzt noch? Sie kann doch hier nie wieder weg. Und sie weiß doch auch gar nicht, was passiert ist. Was wird jetzt passieren?
Hat's überlebt? Es hat überlebt. Wie schön. Es hat überlebt. Ist das geil. Schwer verletzt. Aber am Leben. Okay. Was für ein Ende, Freunde. Was für ein Ende. Irgendwie ein schönes Ende, aber auch irgendwie ein trauriges Ende. Ich kann es nicht so richtig einschätzen. Es wirft halt Fragen auf. Sind wir jetzt tot? Leben wir in einer Parallelwelt irgendwie weiter? Als Dormin oder... Warum ist die Prinzessin jetzt erst aufgewacht? Wahrscheinlich erst nach Ende, nach dem Tod Dormins oder so. Es ist echt krass, Freunde. Wir wurden die ganze Zeit über nur benutzt von Dormin, um ihn am Ende zu retten, um ihn wieder zu vereinen, weil er in mehrere Teile aufgeteilt wurde. Das waren die Kolosse, die wir umgebracht haben. Deswegen sind auch immer, wenn wir einen Koloss getötet haben, so komische Stränge in uns reingewachsen, sage ich mal. Also die Energie ist in uns gegangen. Er hat uns nur benutzt, um sich wieder beleben zu können. Aber nun ist der Schrein verschlossen. Und das Mädchen und Gott sei Dank auch unser Pferd, was überlebt hat, hat überlebt. Ob das ein Leben ist, was irgendwie lebenswert ist, weil was haben wir da? Wir haben Steppe, bisschen Wald und ein paar Echsen. Sie kommt da auf keinen Fall irgendwie weg. Auf jeden Fall ein krasses Ende, Freunde. Auf jeden Fall ein krasses Let's Play. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde das Spiel total geil. Ich fand das Ende geil. Ich fand richtig gut, dass das Pferd überlebt hat. Es wäre blöd gewesen, wenn es gestorben wäre. Aber was mich eben interessiert, ob wir selbst noch leben. Ah, es ist interessant. Es ist ein schönes Spiel. Es ist so, wie alle sagen. Es war echt ein episches Erlebnis. Eine große Freude, es durchzuspielen. An einigen Passagen, das waren immer nur so vereinzelte Sprünge oder vereinzelte Sachen, war es ziemlich nervig, wie zum Beispiel jetzt der Endboss, der eine Sprung da, der letzte. Das war schon ziemlich nervenaufreibend, aber wir haben es ja irgendwie hinbekommen. Gut, Freunde, ich lasse jetzt noch den Abspann durchlaufen, auch ein bisschen in Slow-Mo. Wie gesagt, das tut mir fürs gesamte Let's Play auch noch ein bisschen leid, dass wir hier technische Schwierigkeiten hatten, aber ich denke und hoffe, es war trotzdem einigermaßen gut anzusehen und ertragbar. Ich lasse jetzt den Abspann noch ein bisschen durchlaufen, Freunde, und sobald er durch ist, beende ich die heutige Folge. Wir haben es geschafft. Shadow of the Colossus. Als nächstes spielen wir dann Ico durch. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Wir sehen gerade noch die Szene. Was wird jetzt passieren? Jetzt bin ich nochmal gespannt. Okay.
Oh, es geht noch weiter. Es hört einfach nicht auf. Wir müssen uns die Slow-Mo-Cutscene noch bis zum Ende ansehen. Gut, Freunde, ich lasse es jetzt trotzdem einfach so laufen und beende dann die Folge, sobald der Abspann durch ist. Wie gesagt, ich bedanke mich nochmal bei euch und verabschiede mich für dieses Let's Play und hoffe, wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Immer fleißig weiterzocken, ihr wisst Bescheid, wir sehen uns. Macht es gut. Tschüss. Bis dann.